Hey Leute, hier ist wieder Mad Mike. Mit GamesPlanet.de zeige ich euch weiterhin Mad Max. Meine letzte Aufnahme hat es leider gekillt. Das heißt, es fehlt jetzt ein kleines Stück. Deswegen ganz kurz ein Backtracking. Wir sind jetzt hier mitten in Gastown. Ich habe ein paar Sachen zerrissen und kaputt gemacht. Und jetzt wird uns gerade Wut beigebracht. Das heißt, wenn ich mit Mad Max im Bodenkampf bin, baut er Wut auf und kriegt dann dementsprechend einen Wutanfall quasi. Fury Road Reloaded. Und prügelt es ja noch umso besser. Das probieren wir jetzt gleich mal aus. Und dann würde ich sagen, machen wir ganz normal weiter. Mein Gefährt sieht auf jeden Fall super aus. Schauen wir mal uns das Gefährt an. Hut freigeschaltet! Angriff! Angriff! Au, au, au! Hutanzeige geht hoch, ihr seht's schon. Au! Das ist auch so. Wut! Wut, Rage! Oh, hört euch das an, wie die Knochen brechen! Berserker! 14, 15. Ist definitiv halt ein bisschen Batman inspiriert. Aber es ist nicht, das muss nicht schlecht sein. Komm her, du! Ich wollte ihm noch einen mitgeben. Kettenschlag, mal 20. Hervorragend. So, erstmal looten, bevor ich irgendwas mache. Da hinten, ah, guck mal, da ist auch was abreißen. Hervorragend. Das sind auch, das haben sie auch gezeigt in der letzten, wie gesagt, die Episode ist leider nichts geworden. Die Schrotmengen-Signien kann ich abreißen oder kaputt schießen. Und die geben mir dann irgendwann auch einen Bonus oder so aus dem Dreh rum. Ist so ein bisschen wie dieses typische Achievement-Prinzip. Sammle dies, nehme jedes, bla bla bla. Den guten Mann mit dem Segel habe ich auch wieder getroffen. Der sagte irgendwas wieder von wegen, ja, du bist noch nicht so weit und bla bla bla. Alles nicht ganz so wichtig, nicht ganz so schlimm. So, aber erstmal die Pumpe putt machen. Pumpe putt. Da hinten kann ich auch noch rein, da kann ich auch noch hoch. Also erst immer alles durchsuchen, bevor ich irgendetwas hochjage oder fertig mache. So, 280 Teile ist natürlich eine ganze Menge, für den Anfang zumindest. Fühlt sich zumindest an, da der Enterhaken ja gerade mal 15 benutzt hat. Sehr gut. Damit ist die Frage. Benötigt Explosionen, um es kaputt zu machen. Ja, das ist ja kein Problem. Wir zünden das mal kurz an. Stellen es dahin. Und feiern schon mal Weihnachten. Das ist eine Ölpumpe. Ups. Oh, sehr schön. Das sind diese kleinen Details, die ich so liebe. 78%. Ich habe 7 von 8 Schrott gesammelt. Das meine ich im Übrigen. Kann ich jetzt nicht, konnte ich nicht noch irgendwie runterrutschen und noch mehr Schrott sammeln? Wollte gerade sagen. Ja, komisch gewesen. Ist ja noch optional. Aber 100%. Damit meint er diesen netten jungen Mann, den ich vorhin wieder erwähnt hatte. Straßenleiche Stufe 5. Moment, ich hab Stufen? Cool. Levelprinzip hier ist also auch mit drin. Was genau mir das bringt, ich habe keine Ahnung. So. Naja, lass mal einfach mal das Schrott sein und gucken mal weiter hier. Ich möchte mit der Story vorankommen. Let's go. There's something he's doing before we turn back. But we've got all we need. Why stall our work on the Magnum Opus? It's not for you to understand. I see. You have your secret reasons. I'll follow you, because I think fate favors old chum. And you need both of us. Etwas, was ich mich gerade frage, ist, kann ich auch irgendwo episodenmäßig laden oder so? Ist das möglich? Spielstände. Nee, das wäre nur, wenn man also tatsächlich selber dementsprechend speichert. Okay. Muss man sich mal merken. Aber letzten Endes alles halb so wild. Gucken wir mal weiter hier. If you have to wander solo, please take this flare. When you need old chum, point skywards and fire. Okay. Das heißt, ich kann dann hier auch so durchwirbeln wieder und kann dann entsprechend ihn rufen. So. Ich frage mich. Stay with the car. I do this alone. Oh, never mind, old Chumbucket now. Never mind. Never mind the old Blackfinger and his sacred quest. Der labert aber auch immer eine Scheiße, ey. Unglaublich. Hört sich nach mir an, wenn ich gerade wieder ein bisschen zu viel gesoffen habe. So, da ist der Mann mit dem Schild, den ich meinte. Der geheimnisvolle
Ödländer. Das ist lustig, das eine ist ein Ödland, das andere ist ein Wasteland. Aber beides ist relativ gleich heiß und eklig und staubig. Ugh. Hey Bro, sup? There you are. Shifter of Sands. Letter of Blood. Remnants of a ruined past. You say you seek the Plains of Silence. But do you not wander them right now? The remains of your life. A perpetual flight. An escape from all that is human. Until one day, the Plains of Silence end, and you begin. You've purpose in this life, my friend, although you fear to dream it. But pain will come, much more pain, before this purpose to you is made manifest. You know nothing of me. Look behind you, at June after June of drifting, half-forgotten terrors. You flee them always. These past phantoms, and the madness that crawls inside. You've come to Griffith for a reason, deep inside. Twisted around horrors from which you run, lies your strength. Griffith can help. Help you venture down to where you daren't go yourself, and lay bare your true promise. Drogen! Drogen in meinem Gesicht! Nehmen Sie weg! Whoa, what the fuck's going on? Das ist etwas, was mich immer sehr interessiert hat bei der Mad Max-Welt. Sind die wirklich alle bekloppt? Oder hat sich damit vielleicht doch ein bisschen was so sinneserweiterungstechnisch ergeben? So, jetzt haben wir tatsächlich hier noch so ein kleines, schönes Rad, wo wir wohl Skillpunkte verteilen können. Mein Gott, dieses Spiel ist so tiefgründig, aber tiefgründig. Kann ich so schneller? Oh, geil! Gleich heben ab! So, ich kann hier tatsächlich sowas wie Langlebigkeit, erhöhe Max-Fähigkeiten, mehr Schaden zu ertragen. Durch meine Nahrung, nein, das möchte ich nicht haben. Benutze ein Zeichen, um Max-Legendenstufe um eine zu erhöhen. Ich krieg das sowieso. Mehr Wasserquellen, mehr Schrott, mehr Benzin, mehr durch Waffen, mehr Schaden zu verursachen. Kanalisierung, erhöhe Max-Fähigkeit, länger in Wutmodus zu bleiben, das ist natürlich sehr cool. Munition erhöhen, um Plünderung bei Munition zu holen. Und Waffen länger zu benutzen, bevor sie zerbrechen. Oh, Waffen können zerbrechen. Ah ja, die Messer und so weiter, die ich aufsammeln kann. Alles klar. Nee, erstmal Hitpoints. Zack. Habe ich noch einen Punkt? Oh, ich habe 3 Punkte. Das heißt, ich kann 3 Sachen jetzt erhöhen. Da ich ja, ihr seht ja, nur einen Strich momentan habe. Ich kann hier 10 Striche pro Ding machen. Das ist eine ganze Menge. Also ich habe jetzt erstmal Hitpoints genommen. Und ich finde es auch ganz gut, im Wutmodus eigentlich zu bleiben. Oder halt Munition aufzusammeln. Okay. Wutmodus noch? Jo. Und Intuition? Ja, nehmen wir einfach mal alles rein. Rein, was keine Miete zahlt. So. Danke für die Drogen im Gesicht, dadurch bin ich besser geworden. Wenn es im realen Leben funktionieren würde. Lieber nicht. Das könnte daneben gehen. Was ist los? Kotzt. Hallo? Ich muss aufstehen. Ja, schön. Ja. So, gut. Griffa heißt der gute Mann. Im Tausch gegen Griffa-Zeichen kann Griffa Max helfen, seine Fähigkeiten zu verbessern. Verdiene dir Zeichen, indem du Herausforderungen absolvierst. Ah, dieses Spiel. Oh! Spotters. Jo. That's trouble. Aber auch Spaß. Trouble und Spaß. Why not both? Wo ist mein Auto? Hey, Mann, wo ist mein Auto? Where's the car? No, he hasn't. Alter! So, ja, mit 2, ja, okay. Da kommt's. Ist so ein bisschen wie GTA. Ich brauche ein neues Auto. Fahr mich aber nicht um. Any trouble? I saw bad guys, huh? Sneaking, spying, wanting to steal her away from us. I had to take her somewhere safe. No time to waste then. We've a car to build. Yes, we do. Das ist immer super. Er bringt also definitiv die Sicherheit. We've done righteous work, Saint. We have what we need to install the nitrous boost. So. Du kannst jederzeit über das Hausmenü auf das Werkstattmenü zugreifen. Moment, ernsthaft? Wie geil ist das? Ich muss nicht in die Werkstatt zurückfahren. Das ist cool. Quasi on the run. Ich habe ja meinen Mechaniker dabei. Klar, warum auch nicht?
Yep, bau es ein. So, mit welcher Taste? Mit Steuerung wahrscheinlich, oder? Können wir vorstellen. Nitro done yet? Oh, oh, yes, yes, nitro installed. Now, let's baptize her. Wie geil. Probieren das Nitro aus, alles klar. Ah, ich bin so begeistert von diesem Spiel. Es ist so unglaublich cool, einfach sich gegen zu heizen, Sachen kaputt zu schießen. Total kaputte Dinge machen. Noch mehr kaputtere Dinge machen. Dinge kaputt machen, die kaputt sind. Ist das geil mit Space. Boom, Baby! Ah, nicht. What? You what, mate? Du brauchst den Reifen nicht mehr, oder? Den brauchst du auch nicht mehr. Komm, lad nach. Wow, wow, wow. Auto brennt, Auto brennt, Auto brennt. Zielen. Und den Fahrer raus. Upsa. Achso, ja. That's the last of them. Flieg, flieg und sei frei. Das Max-Verbesserungsmenü wurde freigeschaltet und lässt sich über das Pausenmenü aufrufen. Dort kannst du Max-Ausrüstung verbessern, sein Aussehen anpassen oder neue Werkzeuge und Oh Gott, ist das geil, dieses Spiel! Charakterentwicklung, geh mal das Auto wieder reparieren. Das brennt ein bisschen. Ich muss gucken, ob ich dieses Wägelchen hier irgendwie auseinandernehmen kann oder so. Ne, kann man nicht. Aber da hinten gibt es was zum Aufheben, das ist schon mal ganz cool. Dann renne ich da schon mal hin. Aber bevor wir das machen, gucken wir uns jetzt nochmal an. Biografie Max. Das ist Max. Willkommen in Max Verbesserungsmenü. Auch Kleiderschrank genannt. Verbesserungen und Fähigkeiten oder Fertigkeiten werden freigeschaltet, wenn Max legendäre Ränge steigt und können. Ich bin so aufgeregt, mit Schrott gekauft werden. Deswegen also so viel Schrott. Nicht nur die Werkstatt oder Sammelstücke, wie hier drüben zum Beispiel, sondern auch sowas hier. Okay, wir haben sowas wie Klamotten. Jacke. Ja, also hier, sowas da. Ah, 10% weniger Schaden durch Faust- und Waffenangriffe. Dann gibt es hier nach und nach auch andere Sachen. Okay. Da sieht man auch, was man machen muss. Die Legendenringe sind tatsächlich... Hey, dieses Spiel ist so unglaublich fantastisch. Krieg glaube ich, gerade einen harten. Im Garten. So, Schlagringe gibt es auch. Man muss eben nach und nach wirklich seinen Wert erhöhen. Tagesechse bin ich momentan. Quatsch, das ist das andere halt. Auch Munitionsgürtel gibt es ja nach und nach. Und das ist schon... Das ist schon Zucker. Hier haben wir neue Fertigkeiten. In diesem Bereich kann Max neue mächtige Fertigkeiten lernen, die er im Bodenkampf verwenden kann. Okay. Waffenparade, parieren Nahkampfwaffen, selbst wenn du unbewaffnet bist. Das ist sehr praktisch. Will ich haben. Jetzt kann ich den Scheiß nämlich auch parieren, wenn ein Messer auf mich zukommt. Was haben wir noch? Kettenabschluss. Lass die Kettenschläge einen mächtigen Abschluss-Dingsbums folgen. Wie viel habe ich denn eigentlich momentan an... Egal, kaufen. Kaufen! Kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen. Und hier rechts sind halt noch die ganzen Dinger, Werkzeuge. Benutzt das Brecheisen und geschlossene Truhen? Ja, will ich auch haben. Damit kann ich jetzt Sachen öffnen. Sehr gut. Habe ich sonst noch irgendwas? Nein? Jetzt habe ich alle Werkzeuge im Übrigen schon. Das heißt, ich brauche nichts mehr. 126 Hunden. Das ist noch eine ganze Menge. Und ich habe ja gesagt... Wir laufen jetzt auf jeden Fall kurz. Da ist nichts drin. Gut. Da hoch. Und holen uns das gleich ab. Weil wir können ja den guten Mann gleich auch rufen, dass er wiederkommt. Das Auto wird eh noch repariert. Repariert ist auch so ein schöner Satz. Mit dem Repar repariert. Wir gucken mal von hier oben. Da hinten ist auch immer jede Menge zu tun. Was wir noch looten können. Ich glaube, es ist sogar hier oben. Oder ist es genau unter mir? Ist es genau unter mir? Ist auch okay. Ah, da geht es sogar rein. Da habe ich gleich Spaß. Sehr cool. Also auch was Fallen ist sehr, sehr geil. Ich will jetzt nicht da reinfallen. Nein. Ja, das passiert im Übrigen fast in jedem Spiel. Ja, er humpelt jetzt auch, super. Das ist im Übrigen cool, er fällt runter und humpelt erstmal ein bisschen. Mit so viel Liebe gemacht. Das erwartet man eigentlich gar nicht von einem Spiel, das vom Film mal wieder inspiriert wurde. Thumbskins. Hi. Ja, ich bin da. 2, 3. Nicht mehr, oder? Wuttötung!
Messerbestrafer. Der liegt hier noch. Ist da noch irgendeiner? Nein? Gut. Wow, Nahkampfwaffen verursachen zusätzlichen Schaden. Siehste, war doch ganz gut, dass ich es geholt habe. Jetzt habe ich eine schöne Nagelkeule in der Hand. Ach, ich fühle mich hier so richtig cool. Eine Frage. Wenn man hier ein wunderbares Sofa hat, in dem es echt gemütlich ist, ist das dann ein Rückenkratzer hier so installiert? Und was passiert, wenn ich dagegen laufe? Nichts. Das ist ganz okay. So. Knock, knock. Okay. Ach, das ist dieses E-Prinzip. Okay. Naja, gleich. Und offen. Open. Wie man so schön sagt. Zumindest in Borderlands. This means a whole lot to someone. Jensen, Neighbors. Warte mal, das kann man bestimmt übersetzen. Hier. Jensen, die Nachbarn sind durchgedreht. Nachdem das Wasser zurückgegangen ist, sind sie in der Sekte beigetreten. Jemand wurde umgebracht. Hab die Hunde genommen und bin auf dem Weg zu Mala. Telefone funktionieren nicht. Kann ich nicht erreichen. Komm schnell, Amika. Ist schön, dadurch lernt man so ein bisschen auch die Hintergrundgeschichte, was zu den Leuten passiert ist und wie das Ganze dann kaputt gegangen ist. Im Übrigen, da fällt mir gerade ein, wenn ihr noch nie The Walking Dead gesehen habt und vielleicht Interesse habt, das zu gucken oder nicht ganz wisst, wo ihr anfangen sollt, guckt euch momentan, wenn ihr die Möglichkeit habt, The Walking Dead an. Fear The Walking Dead. Die erste mag ein bisschen langsam erscheinen, ist aber eigentlich gar nicht. Vor allem in Kombination mit der zweiten, die jetzt rausgekommen ist. Wunderbar, echt geniale Serie. Dadurch einfach so genial, weil man in der eigenen Welt irgendwo gefangen ist und sich dann auch ganz gut vorstellen kann. So, wir machen nochmal ein Päuschen und dann geht's dann gleich weiter. Denkt dran, abonnieren nicht vergessen, dann muss ich das nicht irgendwie in Annotations oder sowas setzen. Und dann machen wir gleich weiter. Bis dann, Mad Mike.